So, jetzt zeige ich das mal ein bisschen hier. Also, was für einen Computer ich hier gerade benutze, nämlich einen. Ja, da steht jetzt gar kein Name. Egal. 12 GB Arbeitsspeicher, 24 Threads, 5500 XT, Viertel Terabyte SSD. Also so eine PCI Express SSD, die sehr, sehr schnell ist. Ja, sehr, sehr schön schnell und guter Rechner. Leider, weil die Grafikkarte so neu ist, ist der Grafiktreiber noch nicht so gut. Deswegen muss ich jetzt hier ganz primitiv den Bildschirm aufnehmen mit dem integrierten Aufnahmeprogramm und Audio aufnehmen mit Audacity. Aber naja, Hauptsache kurz ein bisschen flexen, wie es so schön heißt. Und ich habe natürlich auch gleich Minecraft hier geöffnet, um mir das anzugucken. Und es funktioniert ziemlich gut, finde ich. Also, es ist sehr flüssig und man kann sich hier mal angucken, wie diese Welt jetzt hier aussieht. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass hier die Sichtweite begrenzt ist. Das liegt einfach an dem Minecraft-Server, beziehungsweise wahrscheinlich an der Version 1.7.10, die ich hier benutze. Ja. Wahrscheinlich liegt das daran, dass der die Chunks nicht lädt, die weiter weg sind. Aber es reicht auf jeden Fall, um zum Beispiel hier reinzugehen und sich mal anzugucken, wie schön diese Lichter aussehen. Hier richtig toll. Und da kann man auch reinzoomen. Dann sieht man, dass das ganz weiß ist. Das hilft einem weiter. Ja, hier sind ganz viele Produkte, kann man kaufen. Und dann kann man hier wieder rausgehen, weil ich gar nichts gekauft habe. Dann mal gucken, wie sieht das jetzt aus, wenn man hier unten mal nachguckt. Ja, auch hier sehen die Lampen sehr schön aus. Schön weiß und gelb und so weiter. Hier kann man runtergehen und sich diese schönen Wände angucken, diese schönen Schatten angucken, die man jetzt hier nicht so ganz sieht. Und dann auch wieder hochgehen. Nebenbei kann ich dann mal gucken, wie das mit der Auslastung hier ist. So, Systemauslastung. Hier sieht man sie. Schöne 25 Threads, die kaum benutzt werden. Also ein paar werden benutzt, aber die meisten sind so unter 10% oder 5% oder sogar noch weniger. Der Arbeitsspeicher reicht locker. Ja, schönes Verkaufsvideo. Was mache ich mit diesem Rechner, kann man sich jetzt fragen. Auflösung, ich weiß es nicht. Ich habe ja noch einen anderen Rechner, der etwas älter ist, aber auch noch viel zu schnell für das, was ich damit eigentlich machen müsste normalerweise. Nämlich programmieren. Ich spiele nämlich keine Computerspiele. Außer natürlich jetzt gerade zum Angeben. Tja. Ja, was kann ich dann hier nochmal zeigen oder gucken? Gibt es da irgendwas Schönes? Eigentlich nicht. Eigentlich ist das ein sehr langweiliges Video, in dem ich nur kurz demonstrieren möchte, dass dieser Rechner hier, den ich zusammengebaut habe, man hat ihn letztens gesehen auf meinem Tisch offen liegend in dem letzten Video, dass dieser Rechner jetzt funktioniert. Also ich habe ihn in ein Gehäuse reingetan und dann mit einem passenden Netzteil und eben dieser ziemlich guten Grafikkarte. Wäre ich jetzt ein Computerspielsüchtiger, könnte ich dieses Gerät wahrscheinlich viele, viele Jahre für sehr viele Sachen verwenden. Aber das brauche ich ja in Wahrheit nicht. Naja. Und selbstverständlich ist Debian, Ubuntu, Linux drauf. In dem Fall Ubuntu. Deswegen, weil Ubuntu schneller zum Installieren war für mich. Weil Ubuntu so schöne Standardeinstellungen hat und so kompatibel mit vielen Sachen ist, ohne dass man das erstmal alles selbst konfigurieren muss. Jetzt kann ich nochmal kurz zeigen, wie Wasser aussieht. Ah ja, schön. Das erinnert mich daran, dass Freibäder geöffnet haben wieder. Und ich finde, dass das Wasser tatsächlich irgendwie wie Wasser aussieht. Zumindest etwas mehr nach Wasser als das Originalwasser. Ja, das stimmt. Dann verstehe ich auch, warum Leute Shader-Mods verwenden. Ach ja, welchen Shader-Mod verwende ich? Ich habe natürlich Optifine wie immer drin und als Shader-Paket habe ich Sildurs ausgewählt. So, was kann ich da noch zeigen? Was gibt es noch für. Ja, hier ist der schöne Greenscreen, den ich mal gebaut habe. Sehr schönes Grün auch. Mal gucken, wie schnell das ist, wenn ich jetzt hier in das Portal reingehe. Auflösung nicht schnell. Aha. Schönes Wasser. Da will man sich gleich reinlegen und tauchen. Nein, eigentlich nicht. Komme ich hier wieder raus? Komisch, warum bin ich da so schwer rausgekommen?
Komisch. Und die Blätter bewegen sich. Warum bewegen sich die Blätter? Da wird einem ja ganz schlecht. Das ist wahrscheinlich deswegen so, weil das dann wie Wind aussieht. Also wie Blätter, die vom Wind geweht werden. Diese Reflexionen sind auch sehr schön. Wie viel FPS habe ich jetzt eigentlich? Ja, fast 60. Also für mich persönlich ist alles über 30 überflüssig. Aber es gibt ja Menschen, die das wichtig finden. Irgendwie. Diese Schatten finde ich auch schön. Mal sehen, wie sieht denn das hier aus? Aha, hier hat man Reflexion. Ja, dann gehe ich mal wieder zum Spawn zurück. Da ist mir nämlich etwas aufgefallen, das ich jetzt mal in diesem Video direkt demonstrieren möchte und auch gleich lösen möchte. Ich weiß, ja, das war nicht realistisch. Ich weiß, ja, und das, was ich jetzt mache, ist auch nicht realistisch. So. Also, zumindest, ja, es ist realistisch, aber dass danach nicht die Beine gebrochen sind und der Spieler tot ist, das ist natürlich sehr unrealistisch. Das Wasser sieht nicht immer so realistisch aus, also das, naja, das liegt aber auch natürlich daran, dass es hier so Kanten hat, weil in Minecraft alles Ecken und Kanten hat. Nehme ich das einfach wieder zurück. So, ich habe nämlich hier eine ganz nervige, nicht Reflexion, einen ganz nervigen Schatten habe ich gesehen, der mich stört. Ich will jetzt mal gucken, das hängt da wahrscheinlich davon ab. Ja, genau hier, diese Linie. Diese Linie finde ich richtig blöd. Diese Linie zieht sich einmal, sobald der Chunk hier geladen ist, durch die ganze Karte durch. Da sieht man ihn immer noch. Und ich habe mich erstmal gefragt, was das für eine blöde Linie und dachte, das sei irgendwie ein Bug im Spiel oder sowas, dass hier einmal eine Linie sich durch alles zieht. Aber nein, die Auflösung ist, es hat jemand gegen meine nicht geschriebenen Serverregeln verstoßen. Und da sieht man es. Dieses hässliche Haus da unten. Wenn das überhaupt ein Haus sein soll, also es ist wahrscheinlich ein Haus, aber auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, wer das gebaut hat. Sieht auf jeden Fall auch schick aus. Ach ja, genau, das ist für das Video gemacht worden wahrscheinlich, um zu zeigen, dass man sogar Schatten von diesen kleinen Dingern hier da drauf hat. Da hat jemand gut mitgedacht, also der Entwickler davon. Und jetzt müssen wir das mal hier irgendwie wegkriegen. Kommt mal runter, also es gibt hier eine Treppe. Nee. Kann man eine Fackel in die Hand nehmen? Bestimmt schon. Aber da ich nicht weiß, wo hier eine ist, so, wenn ich die jetzt nehme, leuchtet das dann? Mal gucken. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, es funktioniert. Aber ich weiß nicht, wie man jetzt da zu diesem blöden Licht runterkommt. Hier geht's auch nicht runter. Nee. Tja. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier eine Druckplatte oder sowas drunter ist. Naja. Also muss ich das leider abreißen. Tut mir leid, aber es muss sein, weil dieser Schatten war einfach blöd. Aber ich kann ja einen Ersatz machen. Die Fackel leuchtet ja irgendwie auch so. Leuchtet tatsächlich auch ganz schön. Naja. So, den Müll lasse ich einfach hier. Und ja, Problem behoben. Dann kann ich mir nochmal dieses schöne Haus hier drüben ansehen, das überhaupt nichts mit irgendwelchen echten Häusern zu tun hat. Also das hier. Richtig schön. Keine Post, aha. Ach ja, sehr wichtiges Feature hier. Man hat es nicht gehört, aber es hat geklingelt, ja. Dann wie immer Holz hier vorne, dann gehen wir mal rein. Schöne Blumen hier, ja. Und dann beenden wir das Video mal in diesem schönen Zimmer hier mit diesem schönen leuchtenden Rechner. Und das war's. Ja, das war's, genau.